Hallo, ich bin die Dani und heute gibt es einen Produkttest und zwar teste ich den Avon Loaded Lip Lacquer. Wenn du also wissen willst, wie der funktioniert, ob der funktioniert und wie meine Meinung dazu ist, dann bleib doch einfach dran. Ich habe sehr kleine Lippen und ich suche immer nach Lippenstiften, die so ein bisschen Schimmer in sich haben oder eben auch so Glanz, weil das Ganze den kleinen Lippen so einen leichten optischen Pump-Effekt gibt oder Plump-Effekt. Und deswegen hat mich dieser sehr interessiert. Was sagt Avon über diesen Lip-Lacquer? Flüssige Farbe für die Lippen. Mit Hochglanzpigmenten, Wet Look mit Lackeffekt, kein Verkleben, versiegelt die Lippen, mit Pflegeölen angereichert, lang enthalten und in 5 verschiedenen Farben erhältlich. Jo, das wollen wir jetzt einfach mal austesten. Ich habe die Farbe Sprinkle und Plum ausgesucht. Das ist eine Pflaumen, ja, eher Beerenfarbe. Ich weiß nicht, was daran Plum ist. So ein bisschen Plum ist da drin, also ein bisschen Pflaume ist da drin. Genau. So, also es ist jetzt kein typischer Long-Lasting Liquid Lipsticks, der, keine Ahnung, 16 Stunden halten soll. Es ist zwar ein langanhaltender Lippenstift, flüssiger Lippenstift, aber ich werde jetzt keinen Langzeittest machen wie, keine Ahnung, 16 Stunden oder so. Das ist ja wieder so eine praktische Größe. Da sind 7 Milliliter drin. Normalerweise kenne ich die so ja, in dieser Form. Das ist jetzt eine andere Form, aber da ist auch mehr Inhalt drin. Das Ding ist, dass auch durch diese Form des Flakons auch natürlich der Applikator kürzer ist im Vergleich zu anderen Liquid Lipsticks. Ach, er riecht wirklich sehr, sehr schön nach, ja, süßlich, aber auch nicht zu stark, sondern angenehm süßlich. Und den Applikator, das ist ein ganz normaler Applikator, er ist flach und spitz zulaufend und das trage ich jetzt auf meine Lippen auf. War super einfach, ja, war wirklich einfach. Es ist so, dass ich jetzt gerade so etwas schmecke, ja, also das schmeckt sehr süßlich. Das mag ich persönlich jetzt nicht, dass man den Lippenstift schmeckt im Mund. Ja, vielleicht geht das ja gleich vorbei. Aber der Auftrag war wirklich sehr, sehr einfach und ich werde das Ganze jetzt einfach eintrocknen lassen und dann, ja, dann schauen wir mal. So, also ich habe den jetzt eine ganze Zeit lang trocknen lassen, aber der wird nicht trocken. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lange warten soll. Der wird nicht trocken, aber es ist eben ein Wet Look, ja, also es ist ein Look, der die Lippen nass aussehen lassen soll. Und ja, das tut er, ja, aber was ich halt persönlich nicht so gerne mag, ist einfach die Tatsache, dass ich diesen Geschmack, diesen süßlichen Geschmack noch im Mund habe. Der geht auch nicht weg. Und es ist ein einfacher Lipgloss, würde ich sagen. Man kann auch hingehen, seinen normalen Lippenstift auftragen und dann mit diesem Liplacker drüber, um dem Ganzen einfach diesen Glanz zu verleihen. Aber ich würde mal sagen, ja, ganz normaler Lipgloss. Lang anhalten würde ich auch jetzt nicht sagen, dass... ja, also es ist, ich weiß nicht, auf gar keinen Fall lang anhalten. So, mein Fazit dazu, einfacher Lipgloss mit Farbe,
Den Geschmack mag ich nicht persönlich. Vielleicht mögen das einige von euch, aber ich selber mag es nicht. Und von daher, ja, würde ich es als ganz normalen Lipgloss mit Geschmack bezeichnen. Es ergibt wirklich ein sehr, sehr schönes Finish, muss ich dazu sagen, wirklich. Da kann man auch einen ganz normalen Lipgloss für nehmen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.